Das fliegende Schiff. Ein Märchlein aus der Ukraine. Überliefert von August von Löwes of Manor. Gelesen und durchaus ein wenig editiert von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Es waren einmal Mann und Frau. Die hatten drei Söhne. Zwei kluge und einen, welcher mit geradeaus gehen, atmen und dabei sprechen schon fast überfordert war. Ja, man konnte ohne jede Frage sagen, er war dumm. Die Klugen, die verwöhnte sie. Und die Mutter gab ihnen jede Woche ein reines Hemd. Auf den Dummen aber schimpften alle und lachten über ihn. Denn er lag auf dem Ofen in der Hirse, in einem schwarzen Hemd und ohne Hosen. Gab man ihm was, so aß er. Bekam er nichts, so hungerte er. Eines Tages kam die Botschaft zu ihnen, der Zar habe verkünden lassen, dass sich alle bei ihm zu einem Schmaus versammeln sollten. Und wer ein Schiff bauen würde, das fliegen könne, und käme zu ihm her auf diesem Schiffe? Denn behaupten, man hätte es gemacht, kann ja jeder, aber es geht schon darum, dass man es beweist. Dem wollte der Zar seine Tochter zur Frau geben. Die war so oder so in dem Alter, in dem sie so langsam heiraten sollte. Und warum ihr selbst die Entscheidung überlassen? Da berieten sich die klugen Brüder und meinten, wir müssten auch hin. Vielleicht finden wir dort unser Glück. Nachdem sie sich beraten hatten, baten sie Vater und Mutter. Wir wollen zum Zaren gehen. Wir verlieren ja nichts dabei. Vielleicht ist uns dort das Glück beschert. Der Vater bat sie, da zu bleiben. Und die Mutter bat sie ebenfalls. Aber nein, wir gehen. Und damit ist's gut. Segnet uns für den Weg. Die Alten konnten nichts machen. Sie segneten sie also. Und die Mutter gab ihnen weißes Weizenbrot mit. Briet ein Ferkel, gab ihnen eine Flasche Schnaps. Und dann gingen sie los. Der Dumme aber saß auf dem Ofen und fing ebenfalls an zu bitten. Ich will auch dorthin, wohin die Brüder gegangen sind. Was fällt dir ein, Dummkopf? Sagte die Mutter. Die Wölfe werden dich noch fressen. Nein, antwortete er. Sie werden mich schon nicht fressen. Mir ist doch fast nichts dran. Zudem, Wölfe machen sowas nicht. Ich geh hin. Die Alten lachten ihn zuerst aus. Dann fingen sie aber an zu schimpfen. Doch es half nichts. Was sie auch sagen mochten, sie konnte mit dem Dummen nichts anfangen. Und schließlich sprachen sie, na nun so geh, aber dass du nie mehr zurückkehrst und nicht verrätst, dass du unser Sohn bist. Also nicht, dass wir uns für dich schämen würden, aber belassen was dabei. Die Alte gab ihm einen Sack, legte schwarzes, alt gewordenes Brot hinein, gab ihm eine Flasche Wasser, eine eher kleine und nicht große, und begleitete ihn zum Haus hinaus, bevor er sich auf dem Weg verläuft. Und so ging er los. Er wanderte und wanderte und traf unterwegs einen alten Mann. Ein grauhaariger Alter war's. Der Bart aber war ganz weiß und reichte bis zum Gürtel. Na, guten Tag, Großvater. Guten Tag, mein Sohn. Wohin gehst du, Alter? Ich wandere einfach so durch die Welt und helfe den Menschen aus der Not. Und wohin gehst du? Zum Zaren auf dem Schmaus. Ah, ich verstehe. Verstehst du denn aber, ein Schiff zu bauen, das von selbst fliegen kann? Fragte der Alte. Nein, natürlich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich denke mal, das ist schlichtweg unmöglich. Aber lustig würde es schon aussehen. Ha,
Warum gehst du denn dann hin? Gott weiß, warum ich hingehe. Gefragt habe ich mich das noch nicht. Ich verliere ja nichts dabei, weißt du? Aber vielleicht finde ich dort irgendwo mein Glück. Ah, setz dich, sagte der Alte. Ruh dich ein wenig aus. Wir wollen nun etwas essen. Ich hab nämlich Hunger. Nimm heraus, was du da im Sack hast. Ach, Großväterchen, gute Idee, aber da muss ich dich enttäuschen. Da ist gar nichts drin. Nur so altes, trockenes Brot, das ihr nicht mehr essen könnt, wenn ich mir so eure Kauleiste anschaue. Ach, macht nichts. Nimm's nur heraus. Der Dumme zog es hervor. Da war aber aus dem schwarzen Brot so schönes, weißes Weizenbrot geworden, wie er es seinen Lebtag nicht gegessen hatte. Wirklich, wie bei den Herren war es. Ja, nun, wie steht's? Fragte der Alte. Sollen wir etwa essen, ohne dazu eins zu trinken? Das wäre ein komisches Gehaben. Hast du nicht dort in deinem Sack etwas Schnaps? Schnaps? Wie soll der wohl bei mir zu finden sein? Nur eine Flasche Wasser habe ich. Nimm sie heraus, heraus damit! Der Dummkopf tat es. Versuchte, da war es richtiger Schnaps geworden. Sieh mal an, wie Gott die Dummen beschenkt, sagte der Alte. Muss er ja wohl, denn nur die Dummen sind ja richtig gläubig, nicht wahr? Aber das trifft sich gut, denn ich trinke gar kein Wasser. Das ist für junge Menschen, weißt du? Sie breiteten ihre Röcke auf dem Grase aus, setzten sich nieder und fingen an zu essen. Sie speisten fein, und der Alte dankte den Dummkopf für das Brot und den Schnaps und sagte, »Jetzt hör zu, mein Sohn. Geh in den Wald, stell dich an einen Baum, bekreuzige dich dreimal und schlag mit dem Beil an den Baum. Musst du gar nicht oft machen. Dann fall schnell zu Boden und lieg still, bis dich da jemand aufwecken wird. Wer das ist, ist vollkommen unwichtig. Aber der wird dir auch das Schiff bauen. Und du setzt dich dann einfach hinein und flieg, wohin du willst. Unterwegs aber, nimm auf, wen du begegnen wirst. Jeden davon, egal wer oder was. Der Dumme dankte dem Alten. Und dann nahmen sie Abschied voneinander. Der Alte ging seines Weges. Der Dummkopf aber wanderte dem Walde zu. Das dauerte ein wenig, denn ob der vielen Bäume fand er ihn nicht sofort. Er ging hinein, trat an einem Baum heran, hieb mit dem Beile zu, fiel zu Boden und schlief ein. Das konnte er. Er schlief und schlief. Plötzlich, nach langer Zeit, fühlte er, dass ihn jemand weckte. »Steh auf! Dein Glück ist schon bereit! Steh auf!« Der Dumme erwachte. Und wie er hinschaut, da steht schon das Schiff, ganz von Gold, die Maste aus Silber, die Segel aber von Seide. Und sie blähten sich, als wollten sie schon in die Höhe. Da bedachte er sich nicht lange und setzte sich in das Schiff, vergaß vollkommen die Person zu beachten, welche es erbaut hat oder ihr zu danken. Und das Schiff erhob sich und flog davon. Und wie es so flog, so flog es auch weiter. Niedriger als der Himmel, höher als die Erde. Mit dem Auge hättest du es nicht erkennen können. Und der Dumme flog und flog. Plötzlich aber sah er, auf dem breiten Wege lag ein Mensch mit dem Ohr am Boden und horchte. Der Dummkopf rief ihn an. Guten Tag, Onkelchen. Guten Tag, mein Lieber. Was machst du da? Ich horche, sagte er, ob sich die Leute zum Schmaus beim Zaren schon versammelt haben. Ja, willst du denn auch dorthin? Jawohl. Na, setz dich zu mir, ich bring dich hin. Er setzte sich hinzu, und sie flogen weiter. Sie flogen und flogen. Und plötzlich sahen sie, auf der Straße ging ein Mensch, der hatte ein Bein an das Ohr festgebunden. Auf dem anderen aber sprang er.
Guten Tag, Onkelchen. Guten Tag, mein Lieber. Ich wage es kaum zu fragen, aber warum hüpfst du so auf einem Bein? Darum, sagte er. Weil ich mit einem Satz über die ganze Welt hinwegspringen würde, wenn ich das andere Bein losbinden würde. Und das will ich nicht. Ja, das klingt einleuchtend. Wohin hüpfst du denn? Zum Zaren auf den Schmaus. Na komm, setz dich zu uns, du musst ja nicht rumhüppen. Na, sehr gut, danke. Und er setzte sich hinzu und sie flogen wieder weiter. Und sie flogen und flogen und sahen auf einmal, ein Schütze stand dort auf dem Wege und zielte mit dem Bogen. Aber nirgends war ein Vogel oder sonst etwas zu sehen. Er zielte halt so in der Gegend rum. Der Dumme rief zu ihm, »Guten Tag, Onkelchen. Worauf zielst du denn, wo doch kein Vogel zu sehen ist und sonst ebenfalls nichts?« »Wieso ist denn keiner zu sehen?« »Ihr könnt ihn bloß nicht sehen, aber ich wohl.« »Wo siehst du ihn denn?« »Na, dort«, sagte er. 100 Meilen von hier sitzt er auf einem dürren Birnbaum.« »Okay, na komm mit uns.« Er setzte sich hinzu. Und sie flogen davon. Sie flogen und flogen. Sahen mit einmal, ein Mensch ging seines Weges und trug auf dem Rücken einen Sack voll Brot. Na, guten Tag, Onkelchen. Oh, guten Tag. Wohin gehst du? Ich gehe mir Brot zum Mittagessen holen, antwortete er. Aber du hast doch einen ganzen Sack voll Brot. Ach, was nützt mir das bisschen Brot? Es langt nicht einmal für ein einziges Frühstück. Na dann, setz dich zu uns. Oh, gut. Und auch dieser Mensch setzte sich hinzu. Und sie flogen weiter. Sie flogen und flogen. Plötzlich aber sahen sie, ein Mensch ging immerzu um einen See herum. Schien etwas zu suchen. Guten Tag, Onkelchen. Guten Tag. Warum gehst du dort denn unten herum? Na, ich will trinken. Ich finde aber kein Wasser. Aber vor dir ist doch ein ganzer See. Warum trinkst du denn nicht? Ach, was nützt mir das bisschen Wasser? Es langt nicht einmal für einen kleinen Schluck. Na gut, kann ich dir auch nicht helfen. Setz dich einfach zu uns. Ich habe auch noch etwas Schnaps, wenn ihr das besser zusagt. Gut, ich hoffe einen Ozean davon. Er setzte sich hinzu. Und sie flogen weiter. Sie flogen und flogen. Und sahen auf einmal einen Menschen, der trug eine Gabel Stroh. Guten Tag, Onkelchen. Wohin trägst du denn das Stroh? Ins Dorf. Oho. Gibt's denn im Dorf nicht Stroh genug? Ach, das ist kein gewöhnliches Stroh. Was für Stroh ist es denn? Solches, dass, wenn es auch noch so heiß wäre und man streute dieses Stroh aus, so gäbe es sogleich Frost und Schnee, sag ich dir. Na, ich frag gar nicht nach, warum. Setz dich zu uns. Und er setzte sich hinzu. Und sie flogen weiter. Und sie flogen und flogen. Auf einmal aber sahen sie, ein Mensch ging in den Wald und trug ein Bündel Reisig auf den Schultern. Guten Tag, Onkelchen. Wohin trägst du denn das Reisig? In den Wald. Oho, gibt's denn im Wald keines? Wie sollte es keins geben? Aber das ist kein solches Reisig. Da dachte ich mir, was für welches ist es denn? Dort ist gewöhnliches, sagte er. Aber dieses ist so, dass, wenn du es auseinander wirfst, sofort ein Herr vor dir steht. Ah, sinnvoll. Setz dich zu uns. Und auch der war es zufrieden und setzte sich hinzu. Und sie flogen weiter. Ob sie nun lange flogen oder nicht, endlich langten sie zum Schmaus beim Zaren an.
Dort aber waren mitten auf dem Hofe gedeckte Tische aufgestellt. Und Fässer mit Met und Schnaps waren herangerollt. Miss und trink, liebe Seele, so viel du nur willst. Der Körper sollte sich zurückhalten, denn der hat so seine Grenzen. Und Leute waren dort, das kennt man ja schon. Das halbe Reich war zusammengekommen. Und Alte und Junge und Herren und Reiche und alte Bettler. Wie auf einem Jahrmarkt. Und die Hälfte halt. Denn von Frauen steht hier nichts. Da kam der Dumme mit seinem Gefährten im Schiff angeflogen und ließ sich vor den Fenstern des Zaren hinunter. Und dann stiegen sie aus und gingen zum Mittagsmahl. Der Zar sah durch das Fenster, dass jemand in einem goldenen Schiff angelangt war. Er befahl einem Diener: Geh und frag, wer dort im goldenen Schiff hergeflogen ist. Der Diener ging hin, sah sie sich an und kam zum Zaren und meldete: Irgendwelche zerlumpten Bauernkerle. Der Zar glaubte es nicht. Wie ist denn das möglich? Sagte er. Dass Bauern auf einem goldenen Schiff hergeflogen sind. Du hast wahrscheinlich nicht richtig nachgefragt. Und er ging selbst zu den Leuten. Wer ist auf diesem Schiff hergeflogen? Fragte er. Da trat der Dummkopf vor ihm und sprach: Ich, Eure Majestät. Der Zar aber wunderte sich, dass an seinem Rocken Flicken auf Flicken saß und die Knie durch die Hosen guckten. Die Hose im Allgemeinen sehr, sehr tief und was da hinausglugte, das will ich gar nicht sagen. Und er fuhr sich an den Kopf. Oh Gott, ist es denn möglich, dass ich mein liebes Kind diesem Bauernjungen zur Frau gebe? Was sollte er aber tun? Er nutzte einen alten Trick, den man oft in Märchen liest. Was hervorragend passt, denn immerhin ist dieses eines. Er stellte ihm Aufgaben. Geh hin, sprach er zum Diener, und sag ihm, wenn er auch im Schiff hergeflogen ist, aber nicht das Wasser des Lebens und das Wasser der Heilung herbeischafft, solange die Leute essen, gebe ich ihm die Zarentochter nicht. Und bringt er es nicht her, so schlage ich ihm mit dem Schwerte den Kopf von den Schultern. Der Diener ging hin. Der Horcher aber hatte mit angehört, was der Zar gesagt hatte, und erzählte es dem Dummen. Der saß auf einer Bank, wie sie rund um die Tische herumgestellt waren, und fing an zu trauern, aß nichts und trank nichts. Der Läufer sah es und fragte: Warum isst du nichts? Wie soll ich denn essen? Es bleibt mir im Halse stecken. Und er erzählte so und so. Der Zar hat mir aufgetragen, dass ich das Wasser des Lebens und der Heilung herbeischaffen müsse, während die Leute noch essen. Wie soll ich das denn anfangen? Ach, Babalapap, gräm dich nicht. Ich werd's dir schon bringen. Der Diener kam heran und brachte ihm des Zaren Befehl. Er wusste aber schon längst, was und wie. Melde, dass ich es bringen werde, sagte er. Da ging der Diener, ein wenig verwirrt, zurück. Der Läufer aber band das Bein vom Ohr los. Und wie er ausschritt, hatte er im Augenblick vom Wasser des Lebens und der Heilung geschöpft. Er war aber müde geworden und dachte bei sich: Ich komme noch leicht während des Essens zurück. Jetzt will ich mich unter der Mühle hier setzen und erstmal ein wenig Rast halten. Er setzte sich, schlief aber ein. Die Leute endigten unterdessen schon ihr Mittagsmahl. Doch der Läufer kam nicht. Der Dumme saß da halb tot, halb lebendig. Ich bin verloren, dachte er im Stillen. Der Horcher aber legte sein Ohr an die Erde und fing an zu lauschen. Und er lauschte und lauschte. Und sprach dann zum Dummkopf: Gräm dich nicht. Der Hundesohn schläft unter der Mühle. Der Dumme aber fragte: Ja toll, was hilft mir das? Wie könnte man ihn denn aufwecken? Da sagte der Schütze: Fürchte dich nicht, ich werde ihn wecken.
Und wie er den Bogen spannte und abschoss, sauste der Pfeil in die Mühle, dass die Splitter flogen. Der Läufer erwachte und eilte hin. Die Leute beendeten eben erst ihr Mittagessen, da hatte er aber das Wasser schon gebracht. Was sollte der Zahn nun machen? Er gab dem Dummen eine neue Aufgabe und sprach zum Diener: Geh hin und sage ihm, wenn er auch mit seinen Gefährten gerne auf einmal 6 Paar gebratene Ochsen und Brot aus 40 Höfen auf ist, so gebe ich ihm mein liebes Kind zur Frau. Ist er's nicht auf, so schlag ich ihm mit dem Schwerte den Kopf von den Schultern. Der Horcher aber hatte das gehört und sagte es dem Dummen wieder. Was soll ich jetzt tun? Ich kann nicht ein einziges Brot aufessen, sprach der Dummkopf, ward wieder traurig und fing erneut an zu weinen. Da sagte der Fresser: Weine nicht, ich werde für euch alle essen. Und weißt du was, ich fürchte, es wird noch wenig für mich sein. Ich habe so oder so noch Appetit. Festmahl, sagt man. Aperitif war das. Der Diener kam hinzu und richtete es aus. So und so. Und der Dumme antwortete: Es ist gut, man soll nur auftragen. Da brieten sie 12 Ochsen und buken 40 Öfen Brot. Doch als der Fresser anfing zu essen, blieb nicht ein Krümchen übrig. Und er bat noch hinzu: Och, wie war das wenig? Wenn sie mir doch noch ein bisschen geben wollten. Es wurde ja nicht einmal mehr Toast dazu gereicht. Also gut, Brot, aber halt nicht Toast. Da sah der Zar, was der Dumme alles konnte, und gab ihm eine neue Aufgabe. 40 Fässer Wasser zu 40 Eimern sollten sie auf einen Zug austrinken. Und dazu noch 40 Fässer Wein. Kann er das nicht, so schlag ich ihm mit dem Schwerte den Kopf von den Schultern. Ja, ihr wisst schon, der Horcher hatte es mit angehört und erzählte es wieder. Der Dumme aber weinte wieder. Weine nicht, sprach der Säufer. Ich werd's alleine austrinken. Und so wie das klingt, das wird noch ein bisschen wenig für mich sein. Da rollten sie ihm 40 Fässer zu 40 Eimern mit Wasser und Wein heran. Doch als der Säufer anfing zu trinken, blieb kein Tropfen übrig. Und er spottete noch: Ach, wie war das wenig? Wenn doch noch ein bisschen da wäre. Wo sind denn die Fässer mit Branntwein, wenn ich fragen darf? Da sah jedoch der Zar, dass er mit dem Dummen nichts ausrichten konnte. Und dachte bei sich: Man muss ihn, den Hundesohn, aus der Welt schaffen. Sonst kriegt er noch mein liebes Kind in die Hände. Und sowas will ich gar nicht als Schwiegersohn. Und dann auch noch zukünftiger Zar, das muss man sich einfach mal so überlegen. Und er schickte den Diener zum Dummkopf und sprach: Geh hin und bestell, dass der Zar dir gesagt hat, ihr sollt vor der Hochzeit ins Bad gehen. Und einem anderen Diener trug er auf, dass man die Badestube so heiß wie glühendes Eisen machen sollte. Dort muss er, ob er will oder nicht, er muss verbrennen. Der Heizer feuerte so gewaltig, dass eine Glühhitze entstand. Den Teufel selbst könnte man da braten, meinte er. Dann sagte man es dem Dummen an und er ging in die Badestube. Doch hinter ihm her kam der Frostmensch mit seinem Stroh. Kaum waren sie aber eingetreten, da gab's eine Hitze nicht zum Aushalten. Der Frostmensch streute jedoch sein Stroh aus. Und auf einmal war es so kalt, dass der Dumme sich mit Mühe wusch und schnell auf den Ofen kroch. Dort schlief er auch ein, denn er war gut durchgefroren. Falls ihr euch also irgendwann mal fragen solltet, warum da Stroh liegt, da habt ihr die Antwort. In der Früh öffneten sie die Badestube und dachten, dass von ihm
nur noch Asche übrig geblieben sein würde. Aber da lag er aber auf dem Ofen. Und als sie ihn weckten, sagte er: Ach, wie fest habe ich geschlafen! Und ging hinaus. Sie meldeten dem Zaren, was geschehen war. Und er schlief auf dem Ofen und in der Badestube, da war es so kalt, als ob einem ganzen Winter lang nicht geheizt worden sei. Der Zar ward sehr bekümmert. Was sollte er mit ihm nur anfangen? Er dachte und dachte immerzu. Na, wenn er mir bis morgen früh ein Regiment Soldaten verschafft, so gebe ich ihm meinetwegen die Tochter zur Frau. Wenn nicht, ja, wir wissen schon, Kopf ab und zu, so schlag ich ihm mit dem Schwerte den Kopf von den Schultern. Sagte ich ja. Er dachte aber bei sich: Woher soll der einfache Bauer ein Regiment herbekommen? Fressen, saufen und schwitzen, das kann er vielleicht, aber das? Nee. Ja gut, das mit dem Wasser war ebenfalls noch einigermaßen beeindruckend. Aber das mit dem Regiment, das bekommt er nicht hin. Selbst ich als Zar könnte es kaum. Und er gab den Befehl. Der Horcher hatte es gehört und sagte es nun den Dummen. Und der dachte nicht nach, der saß wieder da und weinte. Was in aller Welt soll ich nun tun? Von wo soll ich die Soldaten herbeischaffen? Er ging auf das Schiff und sprach zu seinen Gefährten: Rettet mich, Brüder! Ihr habt mich schon mehr als einmal aus der Gefahr geholfen. Helft mir auch jetzt. Sonst bin ich verloren für diese Welt. Weine doch nicht, sagte der, welcher das Reisig trug. Na, ich werde dich schon retten. Der Diener kam und meldete: Der Zar hat gesagt, wenn du morgen früh ein ganzes Regiment Soldaten aufstellst, ist die Zarentochter dein. Gut, ich werde es schaffen, sagte der Dumme. Aber bestell dem Zaren, wenn er mir sie dann nicht gibt. Immerhin sollte eigentlich nur ein Schiff gebaut werden, ne? Und nicht diese ganzen Aufgaben hier. Wenn er sie mir dann nicht gibt, so führe ich Krieg gegen ihn und nehme mir die Zarentochter mit Gewalt. In der Nacht führte der Gefährte den Dummen auf das Feld und hatte auch sein Bündel Reisig mitgenommen. Wie er also anfing, es auszustreuen, ward ein Mensch. Was er hinwarf, ward ein Mensch. Und was er hinwarf, ward ein Mensch. Und was er hinwarf, und solch ein Heer versammelte sich, dass es gar nicht zu zählen war. In der Früh erwachte der Zar und hörte, Musik spielt. Er fragte: Wer spielt so früh am Tage? Das ist der, antworteten sie ihm, der auf dem goldenen Schiff hergeflogen ist. Und jetzt exerziert er mit seinem Heer. Da sah der Zar wohl ein, dass für ihn nichts zu machen sei. Und er befahl, den Dummen zu rufen. Der Diener ging hin und bat ihn zum Zaren. Der Dummkopf hatte sich aber so verändert, dass er nicht mehr zu erkennen war. Sein Anzug schimmerte an ihm. Der Dreimaster war golden. Und er selbst war schön geworden. Nicht zu sagen, wie sehr. Deswegen versuche ich es gar nicht. Er führte sein Heer und ritt auf einem rabenschwarzen Ross an der Spitze. Hinter ihm der Oberst. Er zog in den Palast ein und rief: Halt! Das Heer richtete sich aus. Und ein Soldat war besser als der andere. Er ging in den Palast hinein. Und der Zar, dieser heuchlerische Bastard, umarmte und küsste ihn. Setz dich, mein lieber Schwiegersohn, setz dich! Auch die Zarentochter, von der wir noch nichts gehört haben, kam aus ihrem Gemächern und lachte froh, als sie sah, welch ein schöner Mann ihr bestimmt war. Sie wurden nun rasch getraut, denn in Märchen wird schneller geheiratet, als sich begrüßt. Und es gab natürlich ein Gastmahl, denn der Schmaus des Zaren war ja schon beinahe 2 Tage her. Und es war so ein Gastmahl, dass der Rauch bis zum Himmel stieg
und in den Wolken hängen blieb. Als ich aber von dem Gastmahl fortging und auf diese Wolken guckte, da fiel ich hin. Und als ich gefallen war, stand ich hier mit einmal. Ihr aber wartet mich um ein Märchen. Nun habe ich euch eins erzählt. Nicht zu lang und nicht zu kurz, wie es halt so meine Art ist, nicht wahr? Denn wer den Geschichtenweber um ein Märchen bittet, der soll auch eines bekommen. Ich würde euch gerne noch mehr erzählen, aber dann wird es mal wieder viel zu lang.